US-Oldtimer auf Kuba. Heiße Schlitten am Malecón. 50 Jahre Improvisation, die Reparaturweltmeister. Im Alltagsverkehr von Havanna. Die tägliche Classic Car Show. Und in Swiss Made, Louis Chevrolet und Kuba. In Havanna, der Hauptstadt Kubas, ist die Zeit in mancher Hinsicht stehen geblieben. Nicht einmal 1% der Kubaner besitzt ein Auto. Auf Kuba gibt es mehr Einspänner als Personenwagen. Mit dem Gedanken an ein eigenes Auto beschäftigt sich hier fast niemand. Bei einem monatlichen Durchschnittseinkommen von 15 Euro erübrigt sich das. Auch wenn Wohnen sehr günstig, Grundnahrungsmittel und anderes subventioniert werden und das Gesundheits- und Bildungssystem kostenlos sind. US-Oldtimer sind heute als Kulturgut deklariert. Sie sind seit der Revolution in Privatbesitz. 50.000 Exemplare davon gibt es noch. Die meisten finden sich in Havanna. Dieser Cadillac Sedan de Ville, Jahrgang 1959, ist einer der besterhaltenen. Vor 5 Jahren hat ihn Jorge Luis Fleites erstanden. Der Jurist arbeitet für eine ausländische Firma und kann sich diesen Originalstraßenkreuzer als Hobby leisten. Alles, was mit den 50er Jahren zu tun hat, liebe ich. Die Architektur, das Design, das ist alles sehr schön. Und natürlich ganz speziell die Autos. Seit meiner Kindheit bin ich in Autos aus dieser Zeit unterwegs. Heute fährt Jorge Luis Fleites mit seinem 8-Zylinder-Luxusautomaten, von dem insgesamt nur 248 Exemplare produziert wurden, zu einem Oldtimer-Treffen. Alla Cubano heißt sein Club. Und man trifft sich an der berühmten Uferstraße am Malecón. 2-mal im Jahr präsentieren die Automobilenthusiasten ihre Prachtstücke. Besonders stolz ist man auf diesen viertürigen Hudson aus dem Jahr 1949. Oder etwa auch auf diesem Buick aus dem Jahr 1960.